Na, mein Crunchies, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, es ist schon ein bisschen länger her, aber ich freue mich auf das heutige Video, denn heute stelle ich euch meine Peso-Pieces vor. Also meine Peso-Teile, die ich von Peso habe. Peso ist ja Justins Marke und ich finde Peso eine echt coole Marke und unterstütze sie gerne, weil ich finde, dass Justin sich viel dabei denkt, bei seinen ganzen Artworks, die er rausbringt, auf den ganzen Sachen, und ich denke, man muss das unterstützen. Und ja, dann würde ich mal anfangen mit dem Piece Nummer 1, und das habe ich hier auch an. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Wahrscheinlich eher weniger gut, weil... So, wahrscheinlich sieht man es eher weniger gut, weil die Sonne geht schon ein bisschen unter draußen. Ja, blöd, wenn man so spät Videos dreht. Aber das ist auf jeden Fall aus Season 2. Das, ich glaube, hieß es Mexiko-Shirt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat es auch Backprint. Das ist das erste Teil, was ich von Season 2 noch habe. Und das zweite Teil, was ich von Season 2 noch habe, hole ich euch mal kurz. Und zwar ist es das hier mit dem... mit der Rose drauf als Artwork. Und das, was halt so ein bisschen an Vetmore erinnert, hier hinten an der Kapuze. Ich weiß, es ist jetzt umgedreht, ist ein bisschen blöd. So vielleicht besser. 2016. Krass, wie lange das schon her ist. Auf jeden Fall finde ich, dass das ein Pulli ist, den ich bis heute gerne anziehe, weil er einfach schlicht ist, mit dieser kleinen Rose hier vorne drauf. Einfach richtig nice. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil, was ich von Peso habe. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber ich habe immer versucht, was zu bekommen. Ist aber immer ziemlich schwierig, was bei Peso zu bekommen. Schreibt mal in die Kommentare, ist es für euch einfach, was von Peso zu bekommen, oder bekommt ihr auch immer oft oder oft nichts von Peso? So, und das nächste Teil, was ich von Peso habe, ist der Trademark Hoodie. Der ist auch echt nice und von der Qualität merkt man schon, wie sich Justin gesteigert hat von, okay, von 2016 bis, der kam jetzt 2019 raus, also letztes Jahr. Ja, ist schon besser geworden und ich finde, der fittet mir auch ganz gut, weil ich bin ein kleiner Mensch und bei Justin ist S fällt schon ziemlich groß aus, weil er ist ja 1,75 oder so und trägt auch schon S. Ja, so, und dann würde ich euch jetzt nochmal ein paar Pieces vorstellen, die ich nicht bekommen habe von den ganzen Seasons, aber die ich echt cool fand. Und fangen wir da als erstes an mit der Borderline Collection, was ich finde, ist eine der stärksten mit der Chaos Theory Collection, die Justin jemals rausgebracht hat. Und zwar fand ich da das T-Shirt mit dem Artwork, mit dem Hundegebiss, übel nice. Habe ich leider nicht bekommen, aber fand ich richtig nice. Dazu gab es ja so drei verschiedene T-Shirts, gab es ja in der Borderline Collection. Das mit dem Adler und der Schlange habe ich nicht so gefühlt, aber dafür das mit der Zigarette, wo der Rauch so hoch steigt, war auch übel geil. Und wenn sowas in der Art nochmal rauskommt, man weiß ja nicht, finde ich auf jeden Fall echt nice. So, dann mal ein ganz anderes Piece. Kein Hoodie, kein T-Shirt, sondern die Trackpants von Season 7. Beide fand ich echt stark, weil die einfach nicht so weit fitten. Das Problem ist, ich bin ein kleiner Mensch und umso weiter die Hosen dann sind, das sieht halt bei mir einfach nicht cool aus. Aber ja, die Trackpants von Season 7 fand ich echt cool. Habe ich leider auch keine bekommen. So ist das Leben. Machen wir weiter mit dem nächsten Teil. Der Butterfly Print von der Chaos Theory und das Prison Tee daneben ist auf jeden Fall eines... es ist das beste T-Shirt, was Justin jemals rausgebracht hat. Und ja, kommen wir jetzt zum letzten Piece von der letzten Kollektion, Basic Instinct. Und zwar nicht, wie alle denken, jetzt der rote Hoodie hier auf dem Bild, sondern die Trackpants mit den roten Streifen innen drinne. Fand ich echt cool, aber dadurch, dass Justin ja selber eine S in der Hose trägt, naja, 1,75 groß ist und ich bin, glaube ich, 1,60, 1,61 groß, fittet das bei mir halt nicht so cool, die Hose. Was ziemlich schade ist, weil ich sie echt cool finde. Aber naja, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingspiece von Peso ist oder was ihr für Pieces habt von Peso. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Drückt auf den Daumen nach oben.
Glocke aktivieren wäre ganz nice. Abo dalassen. Ich muss es ja nicht sagen. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, rein. Drückt auf den Daumen nach oben und tschüss.